Heute bei mir im Test vom Müller der Typ Kaffee Espresso Macchiato in extra stark. Die anderen beiden davon habe ich ja schon für euch getestet. Die waren auch wirklich sehr lecker. Und der mit zwei Tassen, hier ist ja immer diese Tassenanzeige, der ging auch noch, den konnte man richtig gut trinken. Und hier sind jetzt drei Tassen. Ich bin eigentlich überhaupt nicht so der Fan von super starkem Kaffee. Aber ich lasse mich hier gerne überraschen. Denn beide Sorten, die ich hiervon getrunken habe, schmeckten mir gut. Und ich hoffe, ich kipp hier nicht gleich aus den Latschen, wenn ich den trinke. Mehr als dass er nicht schmeckt, kann ja nicht passieren. Gekauft habe ich den im Lidl. Letzte oder vorletzte Woche, da war er im Angebot. Ich glaube, sonst kostet er 1,49 € oder so. Und ich glaube, ich habe 89 Cent oder so bezahlt. Aber nagelt mich nicht fest, ich weiß es nicht genau. Ja, und feiner Robustica Arabica Blend ist hier drin. Ich bin gespannt, ob er mich aus den Socken haut oder nicht, denn ich bin überhaupt keinen starken Kaffee gewöhnt. Bin ja eher so, ehrlich gesagt, der Blümchen-Kaffeetrinker. Wie man so schön sagt, Spülwasser würden andere sagen. Aber nichtsdestotrotz testen wir den jetzt und starten mal in die Großaufnahme. Sorry, gar nicht begrüßt, ihr Lieben. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Dann lass doch gleich mal ein Like und ein Abo da, dann haben wir das schon mal hinter uns. Ab in die Großaufnahme. So, ihr Lieben, und jetzt schauen wir uns das Ganze in der Großaufnahme einmal an. Das Design ist ganz schön hier mit den extra stark gerösteten Kaffeebohnen. Sieht hübsch aus. Und es steht auch extra stark drauf. Und ich bin echt gespannt, ob das dann auch so ist. So, hier haben wir einmal. Das Ganze ist kühlpflichtig. Gesüßte, aromatisierte, fettarme Milch mit robuster Arabica-Kaffee, wärmebehandelt. 1,5% Fett im Milcheinteil. Koffeingehalt so viel wie etwa drei Tassen Espresso. Alter Schwede. Da bin ich mal gespannt. Zutaten: fettarme Milch, 13% robuster Arabica-Kaffeemischung, Wasser, löslicher Kaffee, Zucker, Stärke, Säureregulator und Stabilisatoren. Natürlich auch Aroma. Hier ist die Energie. 68 Kilokalorien auf 100 Milliliter. 1,3 Gramm Fett. 9,3 Gramm Zucker. 3,4 Gramm Eiweiß und 0,25 Gramm Salz. Das Eiweiß kommt hier aus der Milch. 250 Milliliter sind drin. Und jetzt einmal gut schütteln. Und dann schütten wir mal was ein. Ich bin gespannt, wie dunkel das Ganze ist. Jetzt hat die Kamera durch Schütteln den Fokus verloren. So, jetzt hat es ihn wieder gefunden. Schütten wir mal was ein. So, zum Beurteilen. Das schaut ja gar nicht übel aus. Ist deutlich dunkler, wie die anderen Sorten gewesen sind. Und jetzt lasse ich mich einfach überraschen, ob ich tot umfalle oder ob ich ihn gut vertrage. Wir schauen mal. Auf zum Test. Ja, und jetzt bin ich gespannt, ob der wirklich so stark ist, dieser Typ Kaffee Espresso Macchiato mit drei Tassen. Nur einmal schütteln und jetzt wird probiert. Erstmal schnuppern wir. Starker Kaffee riecht auch. Das hält sich aber sehr in Grenzen. Der riecht jetzt nicht super stark oder so. Er riecht sehr nach Kakao. Nach so Nesquik oder Kaba eher. Auch die Kaffeenote riecht man natürlich, aber es riecht jetzt nicht wie ein richtig starker Kaffee. Nö, aber jetzt probieren wir. Okay, also, ihr seht es wahrscheinlich an meinem Mundwickeln. Der Kaffee ist schon sehr stark. Der ist sehr, 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 sehr bitter.
Und zwar nicht, wenn ihr es trinkt, aber so im Nachhinein. Jetzt kommt dieses, der ganze Mund ist bitter. Aber bitter ist ja bekanntlich gesund. Kakaonote ist wirklich, oh, alter Schwede, fantastisch. Aber ehrlich gesagt, der ist mir einfach viel zu bitter. Das muss man wirklich mögen, diesen bitteren Geschmack von starkem Kaffee. Also nicht so meins, man kann es trinken. Aber das ist mir einfach zu bitter, obwohl die Schokonote wirklich richtig toll ist. Aber ich habe dieses Bittere im ganzen Mundraum. Deshalb ist das überhaupt nicht meins. Also hätte ich nicht erwartet, der ist wirklich stark im Geschmack, riecht aber nicht so. Ich finde immer, sonst riecht man so dieses Bittere schon raus von starkem Kaffee. Hier ist das nicht der Fall. Nichtsdestotrotz ist er tatsächlich stark und bitter. Aber wer das mag, für den ist das das perfekte Getränk, ihr Lieben. Kennt ihr diese Sorte schon? Habt ihr die schon mal probiert? Haut doch mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Liebt ihr es oder seid ihr da so wie ich, dass ihr es doch ein bisschen eklig findet? Alles wie immer Geschmackssache. Wenn euch die Produkte interessieren, müsst ihr sie natürlich auch selbst probieren. Ich kann ja immer nur von meinem Geschmack reden. Ja, ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Denkt an das Like und Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und werdet gerne für 99 Cent Kanalmitglied auf meinem Kanal. Würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis morgen, ihr Lieben. Tschüss.